Das beharzte Eingreifen von Arege, dem Vater von Thomas und Nachbarn in der einsamen Bergregion, rettet Lime das Leben. Aller Verdacht konzentriert sich auf den geschassten Minister. Doch Don Alfonso, Limes Schwiegervater und ehemaliger Geheimdienstoffizier unter Franco, weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Anschläge nicht auf das Konto des Ministers gehen. Der Schlüssel liege in Limes Vergangenheit, so der Geheimdienstler, bei den Fotos in dem Koffer. Bei der Durchsicht des Koffers entdeckt Lime den Film zu dem Foto von Lola, alias Laila Petrova, das ihm Clara Hoffmann vom dänischen Geheimdienst gegeben hatte. Es zeigt Lola Nielsen als junge Frau, damals Mitbewohnerin Limes in einer WG in Dänemark. Die dänische Polizei sucht Laila Petrova, die als ehemalige Leiterin eines neuen Kunstmuseums in Kopenhagen mit 4,5 Millionen Kronen flüchtig ist. Erinnerungen an das linke Wohngemeinschaftsmilieu der 70er Jahre werden wach. Durch die Kontakte Don Alfonsos gelangt Lime zudem in den Besitz einer Abschrift eines Abhörprotokolls des spanischen Geheimdienstes aus dem Jahre 1976. Aus ihr geht hervor, dass Lime von einem ostdeutschen Agenten für die damals noch verbotene kommunistische Partei Spaniens PCE geworben werden sollte.